Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute zeige ich euch, wie man diese lustigen Schnapptiere macht. Dafür braucht ihr entweder ein DIN A4 Blatt oder ein DIN A5 Blatt oder entsprechend das Ganze auch größer oder kleiner und entweder einen Stift, um die Augen aufzumalen oder einfach solche lustigen Kulleraugen, die selbstklebend sind oder zum Aufkleben und eine Schere. Und dann kann es auch schon losgehen. Ihr legt das DIN A4 Blatt so hin, dass ihr die Farbe, die ihr nachher außen haben möchtet, innen liegen habt. Also ich lege mir die nach oben. Dann fange ich mit dem Falten an und halbiere das Blatt, indem ich die kurzen Seiten aufeinander lege. Dann öffne ich das Blatt wieder und habe jetzt hier in der Mitte einen Knick. Dann nehme ich jetzt wieder die kurzen Seiten und lege die kurzen Seiten auf die Mittellinie und knicke wieder. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Dann öffne ich das Blatt wieder. Ich habe jetzt hier 3 Knicks insgesamt in meinem Blatt. Dann knicke ich es wieder in der Mitte. Auf dem Weiß sieht man die Knicks deutlich besser. Und dann nehme ich eine Ecke und knicke sie zur Mittellinie hin. Das ist die Zur-Ecke. Und mit der anderen Zun-Ecke mache ich genau das Gleiche. Dann habe ich hier noch die offenen Ecken. Und bei den offenen Ecken mache ich es so, dass ich nur die obere Seite nach innen knicke. Auf dieser Seite auch. Dann drehe ich mein gefaltetes einmal komplett um. Von vorne sieht es jetzt so aus und ich drehe es auf die Rückseite. Und hier nehme ich jetzt die anderen offenen Ecken und falte sie auch zur Mittellinie. Und dieses hier auch. Zur Mittellinie. Jetzt habe ich hier den geschlossenen Teil komplett in Weiß und hier oben diese Dreiecke. Und hier ist es offen und das Offene falte ich jetzt auf der Mittellinie komplett einmal rüber zu mir. Auf der gegenüberliegenden Seite auch. Einfach rüberfalten. Jetzt sieht mein gefaltetes so aus, dass ich hier die komplette bunte Seite wieder außen habe und hier so ein Mittelstück in Weiß und hier jeweils die Dreiecke. Und hier habe ich 2 offene Seiten. Hier kann ich so reingucken. Das wird gleich das Maul. Jetzt nehme ich meine Schere und suche mir hier die Mitte und schneide genau in der Mitte ungefähr knapp einen Zentimeter ein. Seht also, ich habe hier so ein Stückchen reingeschnitten und ich nehme jetzt das Geschnittene nach oben und falte es nach hinten, drücke es fest und hier auch. Wieder umdrehen und auf der gegenüberliegenden Seite genauso weitermachen, rüberknicken und festdrücken. Das wird der Mund. So, jetzt habe ich hier die Lippen gefaltet und ich fasse jetzt hier in das Mäulchen rein und biege es nach außen. Und ich bin fertig. Mein Schnapper ist fertig. Mit der spitzen Schnauze hier vorne und es fehlen nur noch die Kulleräuglein. Ich habe hier welche zum Aufkleben. Da muss man einfach nur die Rückseite abknibbeln. Und das zweite Auge. So, das
ist also der fertige Schnapper mit den Augen. Die Augen könnte man natürlich auch aufmalen, wie hier. Der hat die gleiche Größe, einfach mit aufgemalten Augen. Ihr müsst daran denken, wie ihr das Ganze am Anfang legt, dann bekommt ihr die eine Farbe außen oder die weiße Seite außen, wenn ihr mit farbigem Papier arbeitet. Und so sehen die Schnapper dann nachher aus. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Schaut mal bei uns im Kanal vorbei, vielleicht habt ihr ja Lust, uns zu abonnieren. Und ja, sonst bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club.